Hier ist wieder der Weltspiegel-Podcast für euch mit Themen, die weltweit wichtig sind und eben auch mit den Hintergründen zu aktuellen Nachrichten, für die manchmal aber in den Nachrichten einfach zu wenig Zeit ist. Deshalb gibt es unseren Weltspiegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir mit den ARD-Auslandskorrespondenten und ARD-Auslandskorrespondentinnen und auch manchmal mit Experten und Expertinnen für eine ganze halbe Stunde. Ihr findet uns auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Janina Werner. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In wenigen Tagen wird in den USA gewählt, und zwar ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin. Einige Staaten wie Kalifornien wählen traditionell demokratisch, aber andere Bundesstaaten sind noch nicht so entschlossen. Und jetzt kommt es eben vor allem auf die sogenannten Swing States an. Die sind jetzt entscheidend. Deshalb machen Donald Trump und Kamala Harris zahlreiche Wahlkampfbesuche und besuchen eben diese Bundesstaaten. Und sie probieren, ihre Wähler zum Wählen zu bringen, aber sie versuchen eben auch, die Wähler des Gegners zu überzeugen, für sich zu stimmen. Meine Kolleginnen Sarah Schmidt und Isabel Schajani waren in Michigan unterwegs. Das ist einer dieser Swing States. Und was sie da erlebt haben, das erzählen sie mir. Und welche Auswirkungen wird die US-Wahl eigentlich auf Deutschland haben? Darüber spreche ich mit der Expertin Liana Fix. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Sicherheitsexpertin beim Council on Foreign Relations. Bevor ich gleich mit meinen Kolleginnen Sarah und Isabel spreche, erzähle ich euch mal ein paar Fakten über Michigan. Das ist eben einer dieser Swing States. Michigan ist im Norden der USA und liegt an 4 der 5 großen Seen. Michigan ist ein Zentrum der US-amerikanischen Automobilindustrie, insbesondere die Stadt Detroit, die einst bekannt als Motor City war. Und der Bundesstaat gehört seit den 90er Jahren zusammen mit Pennsylvania und Wisconsin zur Blue Wall der Demokraten. Das heißt, von 1992 bis 2012 konnten sie dort in 6 aufeinanderfolgenden Wahlen die Mehrheit gewinnen. 2016 holten dann die Republikaner den Sieg. Hallo Sarah. Hallo. Du warst jetzt auch in Michigan unterwegs und bist auch wirklich an 4 Orten gewesen. Erklär doch mal, was waren das für Orte? Ja, also ich war in Detroit. Das ist ja eine große Stadt, so das Zentrum der US-Autoindustrie. Ich glaube, daher kennt man die Stadt so und man kennt sie für ihre Musik. Einer der bekanntesten Rapper, Eminem, der ist in den Suburbs der Stadt aufgewachsen. Und da war ich unterwegs, weil ich eben so ein bisschen mitbekommen wollte, wie schauen denn die Menschen in der Nähe einer großen Stadt auf die US-Wahlen. Und dann bin ich so ein bisschen weiter rausgefahren in den Bundesstaat und war an einem Ort, der mich total fasziniert hat. Frankenmuth heißt der, so wird man es auf Deutsch aussprechen. Die Leute, die da leben, sagen Frankenmuth. Und das war ein bisschen eine verrückte Stadt. Man fährt da so rein über Felder, da ist Landwirtschaft. Und plötzlich steht da so ein riesiges Schild, das überspannt die Straße. Da steht Willkommen drauf, umrahmt von der bayerischen Landesflagge. Und das sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie ein bayerisches Touristendorf. Also du hast da so kleine Zwiebeltürmchen, nachgeahmtes Fachwerk, Deutschlandfahnen, bayerische Fahnen, Fensterläden. Es gibt einen Glockenturm, wo so ein Glockenspiel abgespielt wird, allerdings vom Band, hat man mir erklärt. Und dann kommen da so kleine Figuren aus dem Turm rausgefahren. Also das sieht tatsächlich aus wie so ein Skiort, hört so sich Touristenort. Ja, es war wirklich so ein bisschen skurril. Dann hörst du da Volksmusik irgendwie aus den Boxen auf der Straße schallen. Also auf der einen Seite fühlt man sich so ein bisschen zu Hause und auf der anderen Seite wirkt es aber auch so ein bisschen wie Disneyland, weil es dann in vielen Dingen doch nicht so richtig deutsch ist. Also berühmt ist zum Beispiel das Fried Chicken, also frittiertes Hühnchen, wo ich mir dachte, okay, wie kommt das jetzt? Weil das wäre jetzt nicht mein erster Gedanke bei deutschem Essen. Es gab aber auch Sauerkraut und zwar ja, überraschend gutes Sauerkraut. Und dort bin ich hingefahren, weil das ein sogenanntes Swing County ist, also ein Landkreis, der mal republikanisch und mal demokratisch wählt. Und da wollte ich eben mal mit Menschen sprechen und hören, was die so wählen und ob sie mir das erzählen. Dann waren wir in Baldwin, das ist noch weiter im Norden und das ist ein ganz kleines Dorf mit nicht mal 1000 Einwohnern, eine ziemlich arme Gegend in Michigan. Darüber hinaus sind wir nach Ann Arbor gefahren, das ist in der Nähe von Detroit, das ist eine Universitätsstadt und dort habe ich mit jüngeren Menschen gesprochen. Also kann man schon sagen, das ist wirklich so ein gemischter Bundesstaat, ne? Von Land, Stadt, Studenten, Arbeiterklasse.
Ja, das schon. Allerdings muss man sagen, es ist ein sehr weißer Bundesstaat. Also die Bevölkerung ist hauptsächlich weiß und die anderen Gruppen leben vor allem im Ballungsraum Detroit, also Schwarze und Latinos. Und wie war da denn so die Stimmung? Wen hast du getroffen? Ich habe ganz unterschiedliche Menschen getroffen. Ich habe zum Beispiel den Künstler Steven getroffen. Das war in Frankenmuth, also diesem kleinen Bayern in Michigan, wie sie sich selber nennen. Und der hat mir gesagt, er hat sich noch nicht entschieden und tut das vielleicht auch erst in der Wahlkabine. So ganz grundsätzlich hatte ich den Eindruck, dass die Leute gar nicht mehr so gerne darüber sprechen wollen, also über die Wahl und auch nicht, wen sie wählen wollen und haben mir dafür verschiedene Gründe genannt. Der eine Grund, und den hat Steven mir zum Beispiel genannt und auch noch ein anderer Mann, den ich getroffen habe, ein Fliegenfischer, der Touristen über den Fluss in seiner Heimat begleitet und dort eben so Touren anbietet zum Fliegenfischen. Die haben mir beide gesagt, naja, wir arbeiten ja mit Menschen zusammen und wir wollen möglichst neutral bleiben in der Öffentlichkeit und wollen gar nicht so viel über Politik reden, weil sie die Sorge haben, dass das schlecht fürs Business sein könnte. Und das andere, was ich so wahrgenommen habe, ist, dass die Leute einfach auch so müde sind. Also gerade diese Swing States, die stehen ja sehr im Fokus der Kampagnen, sowohl von Kamala Harris als auch von Donald Trump. Und ich habe das selber erlebt. Du siehst überall Plakate, wo du Wahlwerbung siehst. Im Fernsehen werden natürlich die ganzen Veranstaltungen übertragen. Ich bekomme SMS aufs Handy, zum Beispiel von der Trump-Kampagne. Das sind dann zum Teil 8 SMS am Tag. Also das Handy bimmelt irgendwie die ganze Zeit und man denkt sich, huch, was ist das? Und wieder bekommt man eine Aufforderung zum Spenden. Wenn du hier zum Beispiel Videos auf YouTube dir anguckst, ich mache so Sportvideos, hast du ganz oft Wahlwerbespots geschaltet. Und ja, die Leute sind so ein bisschen müde, so zugeballert zu werden vor der Wahl. Ich habe Miranda getroffen unter anderem, die ist 24 Jahre alt und Autodesignerin, also die arbeitet in der Autoindustrie und die hat mir gesagt, sie fühle sich mittlerweile sehr abgestumpft. Die hat mir schon gesagt, es ist ihr wichtig, sich zu informieren, aber es gebe einfach so unglaublich viele Informationen, das sei überwältigend und gerade bei Social Media hat sie gesagt, naja, da ist ja auch das Problem, dass du einfach mal falsch abbiegen kannst. Sie wollte mir nicht sagen, wen sie wählt, aber sie hat mir das hier gesagt. I do my research on what choices to make as far as politics go and you know the world is still gonna keep turning no matter. Ja, also sie sagt, dass sie sich informiert, damit sie weiß, wen sie wählt, aber sie glaubt, dass die Welt sich weiterdrehen wird, egal wer gewinnt. Und du hast ja auch diesen Fliegenfischer getroffen, sieht er das denn ähnlich? Genau, das ist Steve, der hat mich mitgenommen zum Fliegenfischen und der hat mir gesagt, naja, er sitzt quasi jeden Tag auf seinem Boot und das muss man sich so ziemlich friedlich vorstellen, das Boot hat keinen Motor und man paddelt dann da diesen Fluss entlang und er sagt, es ist für ihn ein Wegkommen von allem, aber für seine Kundinnen und Kunden eben auch, da ist man ganz froh, wenn man von der Politik auch einfach weg ist und zur Stimmung hat er das hier gesagt. Oh, our mood's fine. Yeah, most of my friends here and I are all kind of on the same page, but I have... Also er sagt, dass die meisten seiner Freunde das Gleiche wählen wie er. Und zuerst hat er sich schwer getan, damit mir zu sagen, wen er wählt, weil er zusammen mit seinem Geschäftspartner vereinbart hat, dass sie darüber gar nicht öffentlich sprechen wollen, um eben überhaupt nicht erst in die Versuchung zu kommen, mit Menschen auf ihren Booten über Politik zu diskutieren oder vielleicht auch Menschen abzuschrecken. Aber ja, er hat mir dann doch verraten, wen er wählen wird, aber das sehr knapp in einem Satz. I'm very conservative, so... I'll be voting for Trump, but I have a lot of clients that will vote the other way. Ja, und ich kann das auch verstehen, dass die Leute sagen, ich will gar nicht sagen, wen ich wähle, denn ich meine, es sind ja immer noch geheime Wahlen und man geht in die Wahlkabine und eigentlich ist das ja was sehr Privates, aber ich kann das total nachvollziehen, dass Leute eben sagen, nö, ich möchte da nicht drüber sprechen. Du warst auch bei einem College-Football-Spiel und ich meine, das an einem College sind ja auch eher jüngere Menschen. Was hast du denn da so erfahren? Wie ist da die Stimmung?
Auch da war es relativ gemischt. Also das war ein riesig großes Footballspiel. Das ist ein gigantisches Stadion, wo das stattgefunden hat, mit mehr als 100.000 Zuschauern, die da bei dem Spiel waren. Also da kann kein Fußballstadion in Deutschland mithalten. Und das war ein Lokalderby im College-Football sozusagen gegen Michigan State. Und wir waren da bei Tailgate-Partys. Das sind Partys, wo die Leute mit ihren großen Trucks stehen und dann so die Ladeflächen runterklappen und ihre Zelte aufbauen. Und dann sitzen die da und grillen oder haben Buffets, spielen Bierpong. Und was ganz interessant war zu sehen, war, dass eben, obwohl das große Rivalen sind, diese beiden Teams, du ganz oft Zelte hattest, wo Menschen von beiden Mannschaften zusammengesessen haben und ich da ins Gespräch gekommen bin mit Leuten, die über Politik sprechen und die gesagt haben, naja, in der Politik ist es doch jetzt wie hier. Wir haben unterschiedliche Ansichten oder wir haben unterschiedliche Teams, aber wir können doch trotzdem Spaß miteinander haben. Und ich habe aber auch Claire getroffen. Sie möchte Hebamme werden und ihr wichtigstes Thema sind Abtreibung und LGBTQ-Rechte, also der Schutz und der Ausbau der Rechte von queeren Menschen. I'm voting for Kamala because especially being a woman, I just feel like she really, you know, takes more into consideration in terms of like women's rights, in terms of. Sie hat nicht nur gesagt, dass sie für Kamala Harris abstimmen wird. Sie hatte auch eine Tasche dabei, wo eben Kamala Harris draufstand. So bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen. Also sie war eine der wenigen, die ich gesehen habe, die sehr offen gezeigt hat, für wen sie abstimmen wird. Ich hole jetzt mal meine Kollegin Isabel Chayani dazu. Du bist ja gerade auch in Michigan unterwegs. Genauer gesagt in Dearborn. Kannst du uns mal beschreiben, was das für eine Stadt ist? Also hier in Michigan wurden ja Autos produziert und deswegen wurden viele Menschen vor allen Dingen in den 50er und 60er Jahren hierher geholt, sozusagen analog zu den Gastarbeitern in Deutschland. Und hier waren das zum Beispiel Jemeniten, hier waren das zum Beispiel auch Libanesen. Und so ist es gekommen, dass im Laufe der Jahre hier in Dearborn tatsächlich wahrscheinlich mit die größte arabische Community in Amerika ist. In Kalifornien gibt es auch viele. Aber an einem Ort sozusagen Straßenzüge, wo du lateinische Buchstaben und arabische Buchstaben siehst und das über einen längeren Abschnitt, das erlebt man hier in Dearborn. Und wie sieht diese Stadt so aus? Also sind da viele Moscheen, viele arabische Cafés? Das ist tatsächlich so. Also es gibt hier die größte Moschee Amerikas, das Islamic Center of America. Die ist tatsächlich richtig groß und nicht zu übersehen, wenn man hier hinkommt. Es gibt Cafés und Restaurants von Libanesen. Gestern waren wir bei einem jemenitischen Kaffeehausbesitzer und er hat uns vier verschiedene Kaffee- und Teesorten präsentiert. Alle sozusagen made in Yemen, aber jetzt sold und hier in Dearborn. Und du siehst tatsächlich, wenn du in die Autos reinguckst, hier laufen ja nicht so viele Menschen auf der Straße, siehst du in Dearborn wirklich viele Menschen, die erkennbar nahöstlich aussehen und viele Frauen mit Kopftuch. Das muss man auch sagen. Das sieht man hier auch sehr viel, also in dieser Stadt. Und dann warst du auch bei einem muslimischen Frauenfrühstück in einer Moschee. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was passiert da? Also die haben sich sonntagmorgens um 7 Uhr schon getroffen, um Brot und Cookies zu backen in einer riesengroßen Küche. Und tatsächlich waren da bestimmt 15 oder 20 Frauen und Männer, die das jeden Sonntag machen. Und das ist eine Moschee, die, das ist jetzt nicht ganz unwichtig für den Kontext, die schiitisch-libanesisch ist. Das ist diese große, von der ich gerade gesprochen habe, mit den Minaretten, die nicht zu übersehen ist, dieses Islamic Center of America. Und hier gibt es viele, die Angehörige haben im Libanon, die jetzt von den israelischen Angriffen betroffen sind. Und wir haben dann versucht, vorsichtig dort ins Gespräch zu kommen, weil die Leute hier natürlich immer sehr vorsichtig sind, weil sie Angst haben, dass sie mit der Hisbollah in Kontakt gebracht werden, die aber sicherlich auch eine bestimmte Nähe haben zu dieser Gruppe, weil sie eben im Süden des Libanon Angehörige haben oder in Beirut zum Beispiel. Und wir waren dann da, haben mit Leuten gesprochen, die hier längst zweite, dritte Generation sind und haben dann, darüber habe ich eigentlich am meisten gestaunt, dem Imam zuhören können, der die Gemeinde aufgefordert hat, go vote, geht wählen. Er hat dann gesagt, ich bin ja unparteiisch und ich gebe keine Wahlempfehlung aus, aber am Ende hat er dann gesagt, ja, wir wollen, dass Amerika wieder groß wird, we want America to be great again, und das war eine sehr eindeutige Wahlempfehlung. Und tatsächlich ist das, was er empfiehlt, auch keine große Überraschung, weil wir haben so ziemlich niemanden hier getroffen, mit zwei Ausnahmen vielleicht, die für Harris wählen. Fast alle, mit denen wir hier gesprochen haben, wählen entweder
republikanisch, also Trump, oder eine dritte, etwas kleinere Partei, die eigentlich aber am Ende nicht zu Buche schlagen wird, nämlich Jill Stein. Aber Demokraten, die sie eigentlich früher gewählt haben, vor allen Dingen die Muslime, da haben wir hier also so gut wie niemanden getroffen, der zu dieser Partei noch hält, weil sie sagen sehr bitter und sehr eindeutig, diese Partei hat Blut an ihren Händen, man rechnet ihr die ganzen zivilen Opfer vor allen Dingen im Gazastreifen zu und da sieht es nicht gut aus für die Demokraten. Und was hast du denn so mitbekommen, wenn du mit den Menschen gesprochen hast, weil die USA natürlich Israel ja auch sehr stark militärisch unterstützt und an ihrer Seite steht. Was hast du da gehört? Also hier sind die Demokraten für die ganzen arabischstämmigen Menschen sind sozusagen passé, weil sie Israel so stark mit Waffen beliefert haben. Und sie sagen sehr schlicht, wir sind deshalb für Trump, weil er für Frieden ist. Wenn man dann sagt, gut, Trump ist jetzt auch kein Freund der arabischen Staaten, sondern eher Israels, dann ist das nachrangig. Die Menschen sagen ganz klar, wir wollen Frieden. So, und kein Gedanke weiter sozusagen. Wenn man dann sagt, es könnte aber sein, dass es dann einen Travel Ban gibt für Muslime, die nach Amerika kommen, dann sagen die, ja, aber jetzt ist ja Wahlkampf, das wollen wir nicht so ernst nehmen. Mich hat wirklich beeindruckt, dass ich mit zwei Jungs gesprochen habe, Erstwähler irakischer christlicher Herkunft. Und ich habe sie gefragt, warum sie für Trump sind. Und dann haben sie gesagt, der hat uns Habibi genannt. Habibi ist so, wie wenn du auf Arabisch sagst, my dear, also mein Lieber. Und das hätte ihre Herzen geöffnet. Und wenn man dann weiterfragt nach Inhalten, dann ist das eindeutig sekundär. Es geht darum, also es ging bei den beiden darum, wem sie sich mehr zugetan fühlen. Ein anderer junger Iraker hat auch gesagt, er hat bislang noch nie gewählt, jetzt hat er aber Kinder und Familienwerte sind ihm so wichtig und Trump stehe einfach dafür. Und deshalb ist er ganz klar für Trump. Wir waren dann, weil wir gedacht haben, okay, es wird ja sicherlich auch aus der arabischen Community Leute geben, die für Harris sind. Wir sind dann zu einer Wahlveranstaltung von Harris gegangen und wir sind wirklich die Reihen abgegangen und haben gesucht. Und ich habe genau einen Halblibanesen gefunden unter Tausenden von Menschen. Die findet man dort nicht. Also es ist im Moment hier in Michigan, so ist mein Eindruck zumindest, sehr klar aufgeteilt. Und es hat sich dann auch noch mal ganz deutlich gezeigt, am Samstag war Trump auch hier in Detroit. Und da haben sich einige Muslim Leaders, also Führungspersönlichkeiten der muslimischen Gemeinde, nicht alle, aber einige standen dann mit ihm auf der Bühne und haben gesagt, wir stehen zu Trump, er will Frieden, er steht für Familie, er steht für innere Sicherheit, wir auch. Wir geben eine klare Wahlempfehlung, wir stehen hinter ihm. Was ja ganz interessant ist, ist, dass Trump damals unter seiner Präsidentschaft die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt hat. Und das war so ein Paradigmenwechsel in der amerikanischen Nahostpolitik, weil eigentlich galt ja bis dahin die Jerusalem-Frage als diplomatisches Tabu. Da galt immer so ein bisschen der Konsens zwischen den USA und den Verbündeten, den Vereinten Nationen, dass man den Status Jerusalems erst klärt, wenn es eine umfassende Friedenslösung mit den Palästinensern gibt. Und das hatte Trump aufgekündigt. Und er hatte sich ja zum Beispiel auch aus internationalen Abkommen zurückgezogen, zum Beispiel aus dem Atomabkommen mit Iran. Und insofern ist das aber was die Wählerinnen und Wähler dann, so wie Isabel das ja schildert, so ein bisschen vergessen haben. Genau, Isabel, kam das irgendwie noch mal zur Sprache? Ja, ich habe das auch alles aufgeführt und habe gesagt, habt ihr das vergessen? Was los? Und dann sagen die, ja, aber jetzt sieht die Welt anders aus und wir wollen Frieden und das schlägt alles andere. Und dann sagen die auch immer, ich meine, die Leute sind ja auch klug, die sagen dann, ja, aber jetzt ist Wahlkampf. Wir wissen ja sowieso, dass die Sachen dann am Ende nicht umgesetzt werden. Aber es ist einfach so, das Konto, das Minuskonto der Demokraten von Biden und Harris ist so schwer belastet mit den Bildern und dem, was jetzt im Libanon und vor allen Dingen im Gaza passiert ist, dass man es nicht wagt, sie zu wählen. Gestern sagte eine Palästinenserin zu uns, it's revenge, wir wollen uns rächen. Wir wollen das nicht. Und die arabische Community sagt auch hier, wir wissen, dass wir wichtig sind, wir wollen mit einer Stimme sprechen und wir wissen, dass wir zu Buche schlagen. Ein Kaffeehausbesitzer hat uns gestern erzählt, Kamala Harris wollte zu ihm ins Kaffeehaus kommen, hier nach Dearborn, und der hat einfach Nein gesagt. Habe ich gedacht, nicht schlecht. Und es ist sozusagen, das Ja für die eine Seite bedeutet vor allen Dingen das Nein für die andere. Also ich habe die Wählerinnen und Wähler, die ich getroffen habe, sehr offen gefragt, welche Themen für sie denn besonders relevant sind, wenn sie die Entscheidung treffen, wen sie wählen. Und da ist immer wieder das Thema Wirtschaft genannt worden. Und was jetzt Außenpolitik angeht und den Krieg in Nahost, da habe ich nur einen Mann getroffen, der gesagt hat, ja, das ist etwas, was ihn beunruhigt und was für ihn eine wichtige Rolle spielt. Der hat dann aber gesagt, er würde Trump genau aus dem Grund nicht wählen.
Aber das ist eben eine Einzelstimme gewesen. Wie ist das denn, Isabel, bei den Menschen, mit denen du gesprochen hast, spielt da Wirtschaft zum Beispiel gar keine Rolle? Doch, doch, das muss ich der Vollständigkeit halber auf jeden Fall sagen. Also vor allen Dingen bei denen, die jetzt hier zweite, dritte, vierte Generation sind, spielt das natürlich eine Rolle. Und die sagen dann auch, ja, wir müssen auch an uns selber denken. Wir müssen daran denken, dass es uns gut geht. Und da ist Trump einfach die sicherere Nummer. Und die Arab Americans könnten ja jetzt in Michigan auch ausschlaggebend sein. Aber es gibt ja noch viele andere bevölkerungsreiche Gruppen wie die Latinos und die Schwarzen. Siehst du da Parallelen, Sarah, das von dem, was gerade Isabel da erzählt hat? Das Problem für die Kandidatinnen und Kandidaten in den Swing States ist ja, dass es da auf ein paar tausend Stimmen ankommen kann. Und in einigen Swing States gibt es eben viele Latinos, die abstimmen, zum Beispiel in Arizona, aber auch in anderen Swing States, zum Beispiel in Pennsylvania. Und insofern versuchen beide Kampagnen eben genau auch diese Wählergruppen für sich zu gewinnen, weil sie wissen, das könnten diese paar 10.000 Stimmen sein, die ihnen dann vielleicht am Ende für einen Wahlsieg fehlen oder die ihnen den Weg ins Weiße Haus ebnen. Und insofern haben beide Kampagnen, die Harris- und die Trump-Kampagne, diese Wählergruppen auch sehr auf dem Zettel. Dankeschön, ihr beiden, dass ihr eure Eindrücke aus Michigan mir geschildert habt. Danke euch. Danke, Janina, für die Einladung. Tschüss, Sarah. Tschüss, Isabel. Sehr gerne, Janina. Und jetzt haben wir noch einen Gucktipp für euch. In der ARD-Mediathek ist jetzt schon die Dokumentation von Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni online. Und sie heißt wirklich nochmal Trump Amerika? Schaut da gerne mal rein. Wir verlinken sie euch auch in den Shownotes. Welche Bedeutung hat die US-Wahl und wie hat der Ausgang der Wahl auch Einfluss auf Deutschland? Das erklärt uns Liana Fick. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Sicherheitsexpertin beim Council on Foreign Relations. Hallo, Frau Fick. Hallo, Frau Werner. Gerade jetzt unter Joe Biden haben die EU und die USA ja ein sehr enges Verhältnis. Was könnte sich denn durch die Präsidentschaftswahl daran verändern? Ja, das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland unter Joe Biden ist tatsächlich so eng, dass Berlin der wichtigste Partner in Europa für das Weiße Haus hier in den USA ist. Und das, obwohl Berlin seine Versprechungen mit Verteidigungsausgaben, mit Zeitenwende nicht immer so eingehalten hat, wie es ursprünglich angekündigt wurde. Unter Donald Trump wird aber genau das komplette Gegenteil der Fall sein. Denn für Donald Trump ist Deutschland der Sündenbock. Es ist aus seiner Sicht eines der Länder, die die USA ausnutzen. Und es ist kein Zufall, dass bei der einzigen Debatte zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris nur ein europäisches Land erwähnt worden ist. Und das ist Deutschland gewesen, das Donald Trump kritisiert hat. Also Deutschland könnte vom Liebling zum absoluten Sündenbock der US-Politik unter Trump werden. Und wie würde das dann unter Kamala Harris aussehen, wenn sie gewinnen würde? Wenn Kamala Harris gewinnen würde, kann man durchaus mit einer Kontinuität bei der Europapolitik rechnen. Das ist das, worauf viele Europäer hoffen. Aber Kamala Harris hat nicht die gleiche Biografie wie Joe Biden. Joe Biden ist ja jemand, der den Kalten Krieg noch selbst erlebt hat, der eine besondere Beziehung auch zu Deutschland hat. Er ist jetzt nochmal nach Deutschland gekommen zum Ende seiner Amtszeit. Das ist natürlich nicht das, was Kamala Harris hat. Sie ist in Kalifornien aufgewachsen. Sie war zwar immer wieder bei der Münchner Sicherheitskonferenz in München als Vizepräsidentin, aber diese tiefen emotionalen Bindungen aus kalten Kriegszeiten, die Joe Biden hatte, hat sie nicht mehr. Und sie wird den Fokus auf neue Themen lenken, die für die USA wichtig sind. Technologie, China. Das heißt, es kann gut sein, dass sie mehr fordert wird von den Europäern. Zum Beispiel, dass 2% Verteidigungsausgaben für die NATO nicht mehr ausreichen werden in Zukunft. Und Sie haben ja gerade auch angesprochen, Deutschland könnte dann zum Bösewicht für Trump werden. Was würde das denn für uns hier bedeuten? Ja, das wäre insbesondere für Deutschland, aber auch für ganz Europa natürlich ein Drama, ganz ehrlich gesagt, auf mehreren Ebenen. Auf der Ebene der Ideen und der Werte würde es bedeuten, dass die starke Partnerschaft mit den USA für Demokratie und Freiheit der Kern der transatlantischen Beziehungen in Frage gestellt ist. Auf wirtschaftlicher Ebene kann man damit rechnen, dass Donald Trump Zölle gegen die EU verhängen wird, die Handelsbeziehungen schwächen werden. Und auf Ebene der Sicherheit und der Sicherheitspolitik kann man damit rechnen, dass Donald Trump Deutschland und Europa
wieder unter Druck setzen wird, mehr auszugeben für ihre eigene Verteidigung, zu Recht. Aber er könnte auch damit drohen, seinen NATO-Verpflichtungen, die Verteidigung der Europäer nicht nachzukommen. Und vor allem könnte er die Unterstützung für die Ukraine beenden, was bedeuten würde, dass es dann an den Europäern ist, die Ukraine militärisch und finanziell am Leben zu erhalten, wenn sie nicht plötzlich Russland an ihren eigenen Grenzen haben wollen. Und wie würde das unter einer möglichen Präsidentin Kamala Harris aussehen, also die Unterstützung der Ukraine? Sie hat bisher gesagt, dass sie weiterhin die Unterstützung fortsetzen möchte. Es kommt jedoch darauf an, wie der Kongress zusammengesetzt sein wird. Wenn es der Fall ist, dass der Senat republikanisch dominiert wird, dann haben wir natürlich eine Situation, in der diese Unterstützungspakete für die Ukraine nicht, die ja bereits schon einmal hier für 6 Monate lang aufgehalten worden sind von den Republikanern im Kongress, dass diese Unterstützungspakete möglicherweise nicht mehr so einfach durchkommen. Ein neues Unterstützungspaket wird Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres spätestens gebraucht hier in den USA für die Ukraine. Das heißt, es kann für sie schwieriger werden und sie wird auch die Frage bekommen, was ist eigentlich ihr Plan für den Krieg, wie steht sie zu Verhandlungen, was ist ihre Strategie für eine Beendigung des Krieges und dafür Russland zum Verhandlungstisch zu bringen. Die Tatsache, dass Russland massiv auch hier versucht, die US-Wahlen zu beeinflussen, wird da natürlich keinen positiven Einfluss drauf haben. Inwieweit merkt man, dass Russland probiert, auch auf den Wahlkampf und die Wahlen Einfluss zu nehmen? Ja, es ist bereits von mehreren US-Behörden öffentlich gemacht worden, dass Russland insbesondere mit AI, also künstliche Intelligenz-Videos, die gefaked sind, also die nicht real sind, versucht auf Social Media die Vorwahl zu beeinflussen. Es werden Gerüchte gestreut, zum Beispiel über Kamala Harris, Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz, und die werden massiv von russischen Bots im Internet verbreitet. Also wir sehen von russischer Seite sowohl eine Kampagne, die gegen Kamala Harris gerichtet ist, als auch eine Kampagne, die allgemein versucht, die Polarisierung in den USA zu vertiefen. Zum Beispiel auch Fake-Videos, die auf Social Media auftauchen, dass Briefwahlzettel verbrannt werden oder verschwinden. All sowas ist sichtbar in diesem Vorwahlkampf. Wenn man jetzt nochmal sicherheitspolitisch denkt, ab 2026 will die NATO auch US-Marschflugkörper in Deutschland stationieren. Wie würde das unter Trump und einmal unter Harris dann aussehen? Ja, unter Donald Trump ist die große Frage, diese Marschflugkörper sind ja auch aus US-amerikanischer Perspektive sowohl militärstrategisch wichtig, um mit einer militärischen Auseinandersetzung mit Russland genug Reichweite in Russland hineinzuhaben, nach dem Ende des Vertrages über Mittelstreckenwaffen in Europa, der solche Systeme ursprünglich verboten hat, den Russland auch seinerseits wieder verletzt hat. Also militärstrategisch ist es für die USA wichtig, aber es ist natürlich auch für Deutschland eine zusätzliche Absicherung, dass wenn die USA Marschflugkörper in Deutschland haben, sie hoffentlich Deutschland nicht verlassen werden als ein NATO-Partner. Die Frage ist, ob die USA unter Trump diese zusätzliche Absicherung belassen würde. Unter Trump gab es auch immer wieder Diskussionen, ob eigentlich Deutschland die in Deutschland stationierten US-Nuklearwaffen überhaupt verdient oder ob diese nicht eher in Polen besser aufgehoben sind. Unter Kamala Harris muss man sich da, denke ich, keine Sorgen machen. Unter Trump wird Deutschland und Deutschlands Beitrag zur Verteidigung noch einmal eine ganz große Rolle spielen und insbesondere auch die Frage, warum fokussieren wir so auf Deutschland, wenn es doch Länder wie Polen oder die baltischen Staaten gibt, die aus Trumps Sicht viel vertrauenswürdigere Alliierte sind. Jetzt ist es ja wirklich schon im Endspurt und nur noch wenige Tage. Was erwarten Sie jetzt für die letzten Tage vor der US-Wahl? Ja, es bleibt spannend. Insgesamt, auch den Umfragen zufolge, scheint es eine leichte Aufwärtstendenz für Donald Trump zu geben, was viele insbesondere auch im liberalen Washington DC nervös macht. Und natürlich hat auch die Außenpolitik in diesem Wahlkampf Einfluss. Also die Frage, wie sich auch der Konflikt zwischen Israel und dem Iran entwickelt, wie sich der Krieg im Libanon entwickelt, in Gaza, ist etwas, was durchaus bei einer Wahl, die von einigen tausend Stimmen abhängen kann, entscheidend ist. Insbesondere auch die Frage, ob
diejenigen, die gegen Donald Trump sind, auch ausreichend stark für Kamala Harris sind, um zum Beispiel Bedenken über die Politik der Demokraten gegenüber den Palästinensern und dem Gazastreifen zu unterstützen. Und wenn sich viele enthalten für Kamala Harris, die mit diesen Sorgen an die Wahlurne kommen, ist das natürlich etwas, von dem Donald Trump profitieren kann. Also es bleibt unglaublich spannend. Vielen Dank, Frau Fix, dass Sie uns nochmal eingeordnet haben, wie es auf den letzten Metern vor der US-Wahl aussieht. Dankeschön. Sehr gerne. Und das war der Weltspiegel-Podcast auch schon wieder für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne und lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Darüber freuen wir nämlich uns. Ihr findet uns auch in der ARD-Audiothek. Und wir haben noch einen Hörtipp für euch. Nah dran, die Geschichte hinter der Nachricht. Immer freitags schaut Nah dran auf ein großes Thema in der Woche mit ihren Reportern. Und die sind eben ganz nah dran am Geschehen. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns aber auch gerne unbedingt eure Themen schreiben, die wir mal machen sollten. Oder auch, wenn ihr Kritik, Anregungen habt, schreibt uns gerne. Das könnt ihr machen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder einfach eine Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstagmittag, der 31. Oktober.